Herzlich willkommen. Ja, in diesem Video geht es darum, wie liest man denn so einen Stromlaufplan oder Englisch Wiring Diagramm. Sicherlich eine der herausfordernderen Aufgaben beim Rollerschrauben, sich um ein elektrisches Problem zu kümmern. Gerade dann, wenn man vielleicht nicht aus der Ecke Elektrotechnik kommt, ist es oftmals nicht ganz leicht nachzuvollziehen, was passiert da eigentlich, wie ist das aufgebaut, wie funktioniert das. Um da so ein bisschen Licht ins Dunkeln zu bringen, nehme ich euch mal mit. Teil 1, ich denke mal vielleicht so 10 Minuten, dass er die Komponenten mal kennenlernt und wie sind die entsprechend miteinander verkabelt und wie sind so die Grundfunktionen in so einem Stromlaufplan. Ja. Wir haben hier einen Peugeot-Stromlaufplan, Zweitakter. Das macht jeder Hersteller ein bisschen anders. Gibt gute Stromlaufpläne, weniger gute Stromlaufpläne. Stromlaufpläne in Schwarz-Weiß, wo man wirklich raten muss, wo geht denn da gerade welches Kabel geht denn da gerade wohin. Aber hier haben wir mal oder habe ich mal gutes Beispiel rausgesucht, wie man das A sehr schön schematisch darstellen kann, wie es aufgebaut ist und B mit den Farben so strukturiert, dass man auch mal das lesen kann, wie das funktioniert. Ja, was ist so der erste Schritt? Man sucht immer die Primärstrom- oder Spannungsquelle. Und das ist bei allen Rollern natürlich die Batterie. Man hat die hier oben eingezeichnet. 15 ist die Bezeichnung. Es gibt noch eine Agenda, da steht drauf, was es ist. Also wir haben hier die Batterie mit zwei Polen, Plus und Minus. Danach kommt der Anlasser, 26, das Starterrelais, 24. Wie das im Einzelnen funktioniert und angesteuert wird, zeige ich euch gleich. Ja, eine Sonderheit oder eine Besonderheit bei einem Peugeot ist, dass sie ja nicht nur eine CDI haben, sondern ja, es ist ja wie so ein kleines Steuermotorgerät, denn ihr seht das anhand der Anzahl der Leitungen, die ja drauf geht. Das Teil macht schon ein bisschen mehr als eine Standard-CDI. CDI, genau. Ja, daneben der Zündschloss, vier Kontakte on-off, zwei Stellungen. Was das hier oben zu bedeuten hat, erzähle ich euch gleich. Dann der Starterknopf mit zwei Kontakten. Hier nochmal der Seitenständerschalter. Das ist eine Kisby, die hat sowas eingebaut. Und hier entsprechend die Beleuchtungseinheiten. Glühbirnen darf man nicht mehr sagen, das sind Leuchtmittel. Ja, interessant. Das Gelbe ist natürlich, oder das Orangene ist der Blinker. Hier die Wattzahl. Was für ein Typ das ist für Lampe. Und hier interessant, wenn so zwei Sonnenwellen drin sind, dann ist das eine Leuchtmittel mit zwei Wicklungen. Das sieht man hier bei der 14 schön. Ja, 5 Watt, 21 Watt ist nämlich das Rückfahrlicht. Ja, Besonderheit, der hat einen elektronischen Impulsgeber für die Tachoeinheit. Hier gekennzeichnet mit der 43. Das Kombi-Instrument mit verschiedenen Aufschaltungen. Hier mal explizit die blau-weiße Leitung, die geht, wenn man die Leitung verfolgt, zum Ölstandsrohr. Ja, und man sieht hier in diesem Piktogramm auch so eine kleine Ölkanne. 23 ist der Bremslichtschalter, 21 wieder entsprechend Blinkgeber, 17 Hupe und hier auch schön dargestellt in den Griff die Bedieneinheiten für die Hupe, für Licht an, aus und Blinker rechts, links. 22 ist der Tankgeber. Füllstandsgeber und die 8 ist die Kaltstartautomatik. Ja, dann die hintere Beleuchtungseinheit, Blinker rechts, Blinker links und entsprechend Dauerlicht bzw. das Bremslicht. 4 Zündspule mit entsprechenden Zündkerze. 7 der Laderegler oder Konstantspannungsgeber, je nachdem. Ist ein interessantes Bauteil. Das macht nämlich eine ganze Menge und ist ziemlich wichtig für einen Roller. Gucken wir uns vielleicht nochmal an. 51 die Ölpumpe. Ja, 28, wie gesagt, der Ölstandsgeber und hier ja das Herz der eigentlichen elektrischen Einheit, nämlich der Generator, ja, mit seinen Bauteilen mit 1, 2, 3, 4 Spulen. Wie die Spulen einzeln arbeiten, was die machen, schauen wir uns dann entsprechend an. Ja, soweit dazu. Steigen wir gleich ein in die Funktion. Was passiert denn eigentlich, wenn ich einen Roller starte? Ja. Wir schauen uns zuerst die Batterie an. Die grüne Leitung, wie bei vielen anderen Modellen auch, ist die Masse, ist die Erde. Entsprechend ist die auch an der Karosserie verbunden. Das sieht man immer wunderbar an dieses Zeichen. Natürlich sitzt der Anlasser im Motorgehäuse und ist somit voll auf Erde. Die rote Leitung ist über die 7,5 Ampere Sicherung die permanente Spannungsquelle. Ja, und die ist
natürlich am Zündschloss anliegend, aber auch am Kombi-Instrument bzw. am Laderegler. Ja, also rot kennt man, 12 Volt, grün weiß man jetzt, ist Masse. Aber was passiert aus dieser roten Leitung, wenn ich nämlich den Zündschlüssel einschalte? Ja, jetzt wird das erste Mal interessant. Dieser Zündschlüssel oder Zündschloss hat zwei Positionen, on-off. Ich nenne sie mal 1 off und 2 on. Wenn ich den Schlüssel betätige und on schalte, werden diese beiden Kontakte miteinander verbunden, wie es hier oben auch schematisch gezeichnet ist. Und aus der roten 12 Volt Dauerleitung von der Batterie wird auf einmal ein schwarzes Kabel. Ja, das ist ein bisschen verwirrend, weil im normalen Bereich der Elektrotechnik kennt man ja rot für Plus und schwarz für Minus. Hier wird allerdings durch das Umlegen des Zündschlosses die rote Leitung zur schwarzen. Ja, und jetzt liegt hier überall, wo die schwarze Leitung ist, plus 12 Volt Batteriespannung an. Zeitgleich geht dieser Kontakt hier auf. Diese beiden Leitungen, einmal die Erde und dieses weiße rote Kabel, was von der Zündspule kommt, wird geöffnet. Das ist die sogenannte, das ist eine Ausschaltung. Ja, wenn ich hier eine Brücke reinlege, wird dieser Teil des Generators, was das im Einzelnen macht, gucken wir uns gleich an, auf Masse gelegt und damit geht der Roller raus. Das ist einfach das Ausschalten. Ja, also wir sind jetzt hier an diesem Punkt. Wir haben jetzt hier auf den alles, was mit 4 gekennzeichnet wird, 12 Volt Spannung drauf liegen. Ja, jetzt schauen wir mal weiter. Ich drücke auf diesen Knopf. Jetzt habe ich hier überall 12 Volt drauf liegen. Auch natürlich auf meinen Bremslichtschalter, denn das ist ja die nächste Komponente, die betätigt sein muss, um den Startvorgang zu machen. Ich habe also jetzt hier 12 Volt. Ich drücke den Schalter, dieser Kontakt wird geschlossen und ich kriege auf diese grün-gelbe Leitung, nicht zu verwechseln mit der PE oder der Erde in der Elektrotechnik, 12 Volt. So, jetzt habe ich überall an diesem Punkt, was 4 ist, 12 Volt anliegen. Ja, und auch an mein Starterrelais. Hier habe ich 12 Volt und wenn ich jetzt hier drüber über diese Wicklung gehe, zack, wird auf einmal diese Leitung lila oder pink. Und pink ist, wenn ich diesen Knopf jetzt hier drücke, eigentlich die Erde. Ja, also ich drücke den Startknopf, ich schalte hier die Erde auf das Relais, habe ja jetzt hier 12 Volt liegen über diesen Bremslichtschalter und das Relais zieht an. Ja, das ist ein Grundprinzip eines Relais. Kleine Steuerspannung, große Schaltleistung. Es liegt einfach daran, dass der Anlasser ja in der Stromaufnahme so hoch ist, dass man den nicht über das Zündschloss schalten kann. Ja, die Kontakte würden verbrennen. Und deswegen nimmt man so ein Relais. Das zieht hier entsprechend an in dem Moment, wenn ich den Knopf drücke und ihnen hier die Erde gebe und der Anlasser dreht. Wenn der Anlasser dreht, kommt dann natürlich hier dieser Generator ins Spiel. Und dieser Generator übernimmt in dem Moment, wo der Anlasser dreht, sage ich mal, die Primärspannungsquelle. Ja, es gibt jetzt hier einige Funktionen, die zeitgleich passieren. Wir schauen uns jetzt erstmal eigentlich die Zündungsseite an, nämlich dann, oder was muss eigentlich passieren, damit jetzt hier ein Zündfunke rauskommt. Ja. Man braucht in diesem Falle insgesamt zwei Spulen oder zwei Wicklungen. Das eine ist der sogenannte Pickup, das ist der Impulsgeber. Ja, für was brauche ich jetzt einen Impulsgeber? Naja, die Kurbelwelle dreht sich und an dem Polrad ist entsprechend ein Kontakt oder ein Magnet dran, der bei jeder Drehung an einer bestimmten Position einen Impuls gibt. Und dieser Impuls wird von der CDI benötigt, um den Zündfunken zu generieren. Also eine Wicklung ist wie, kann man sich vorstellen, so ein kleiner Schalter. Der geht dann entsprechend hier über die blau-weiße Linie auf 1 der, ich nenne es jetzt doch mal CDI. Also jetzt weiß die CDI, in welcher Position ist die Kurbelwelle und wann müsste ich denn eigentlich zünden. Die zweite Spannung, die hier drauf geht, ist die sogenannte Wechselspannung für den Zündfunken. Es gibt verschiedene Arten, das habt ihr bestimmt schon mal gehört. Es gibt eine AC und DC-CDI. Und hier in dem Falle haben wir eine AC, also Alternative Current, eine Wechselspannungs-CDI. Bei einer DC funktioniert es ein bisschen anders. Da braucht man diese Wicklung nicht. Ja, da kann man das nämlich mit den Gleichspannungsanteilen machen. Hier haben wir allerdings eine Wechselspannung. Deswegen haben wir auch entsprechend vier Leitungen
und gehen hier entsprechend mit auf Punkt 4. So, also wir haben jetzt die Energieseite, ja, nämlich ungefähr 50, 60 Volt Wechselspannung, die hier drauf liegen. Und wir haben den Impuls. So, und wir wissen, wenn der Impuls kommt, dass entsprechend über die Leitung hier mit dem blau-gelben entsprechend eine Zündspannung von ungefähr, naja, 50, 60, manchmal auch 70 Volt, je nachdem, wie schnell sich der Rotor dreht, also das Polrad dreht, wird hier eine Spannung angelegt. Ja, und das ist eigentlich nichts anderes als ein kleiner Transformator. Ja, da sind zwei Wicklungen drin. Auf der einen Seite haben wir 50, 60 Volt Wechselspannung und der generiert auf der Wechselseite ungefähr, ja, 25.000 Volt. Ja, und diese 25.000 Volt werden dann durch die Zündkerze entsprechend hier hingeleitet und dann gibt es den Zündfunken. Ja, das ist eigentlich das Prinzip der Zündung. Ja, das zu der Ablauf der Zündung. Hier gibt es natürlich noch die weiteren Wicklungen. Es gibt eine sogenannte, ja, Lichtstromwicklung. Das ist hier die gelbe. Das sieht man, wenn man hier weiter verfolgt, dass die gelbe Leitung auf die Leuchtmittel geht, beziehungsweise hier auf die beziehungsweise hier auf die Kaltschaltautomatik. Das ist tatsächlich eine, ja, ich nenne es mal pulsierende Wechselspannung. Ja. Ungefähr, ja, 12, 13 Volt, die liegen hier an, ist allerdings eine Wechselspannung. Ja. Die Wechselspannung geht ja auch hier rein und dieser Konstantstromrichter oder Laderichter macht natürlich gleich noch was anderes, nämlich, dass er hier über die rote Leitung die Batterie wieder lädt. Ja, also es wäre ja fatal, wenn man die Batterie jedes Mal nur entlädt, aber nicht lädt, und das übernimmt der Laderegler. Gleichzeitig ist die Erde dran und hier seht ihr, hier kommt noch die zweite Leitung. Das ist die, ja, das ist eigentlich die Kraft- und Saftleitung, geht auf den Laderichter mit drauf. Also hier über diese Wicklung kommt mehr Energie rein als über die Lichtleitung. Ist halt so aufgebaut. Das liegt halt daran, und das ist dann schon in dem Bereich der Elektrotechnik über Flussdichte und über Lenzsche Regel, Generatorregelung und Magnetfeldstärken. Also hier generiert man eine höhere Leistung. Eine Lichtmaschine hat ungefähr 60 Watt, wenn sie gut läuft. Bei größeren Motorrädern sind es sogar Drehstrom-Lichtmaschinen, die generieren dann wesentlich mehr Leistung als hier so eine kleine Lichtmaschine vom Roller. Ja, die Peripherie vielleicht noch zwei, drei Sätze zu erzählt. Ja, ihr seht, dass das Blinkrelais angeschlossen sind, immer grüne Leitung mit der Erde, entsprechend dann über Steuereinheiten hier aus dem Kombigerät heraus. Hier nochmal interessant, vielleicht der Ölstandsgeber hat Peugeot gut gelöst, meiner Meinung nach. Es gibt nicht nur den Meldekontakt über diese blau-weiße Linie zum Kombi-Instrument, sondern zeitgleich wird diese blau-gelbe Linie hier auch noch auf den fünften Kontakt dieses, ja, erweiterten Motorsteuergeräts draufgeschaltet. Und das bedeutet, wenn der Ölstand zu niedrig ist, ja, dann wird wahrscheinlich dieses Motorsteuergerät kein Zündfunken mehr rausgeben. Ja, macht doch durchaus Sinn. Mit ja, wisst ihr selber, wenn ihr kein Gemisch mehr habt, weil es Öl alle ist, dann fahrt ihr nicht mehr allzu weit, weil ihr einen Kolbenklemmer kriegt. Genau. Ja, so viel zum Thema Stromlaufpläne, Farben, Schaltspannungen. Ist in aller Kürze mal gehalten. Vielleicht gibt es noch, vielleicht nehmen wir noch einen zweiten Stromlaufplan, vielleicht mal vom Viertakter oder von anderen Modellen, um euch nochmal zu zeigen, wie es da aufgebaut. Hier und jetzt sollte das eigentlich für die Grundkenntnisse jetzt erstmal genügen. Wie funktioniert denn so ein Stromlaufplan bei einem Roller? Ja, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und Abo da lassen.